Das Projekt Viele bunte Dreiecke beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten des gleichseitigen Dreiecks. Und da dafür sehr viele gebraucht werden, zeige ich Ihnen nun, wie man auf ganz einfache Art und Weise ein solches Dreieck falten kann. Für das gleichseitige Dreieck wird ein DIN A4-Papier benötigt, das zunächst in der Mitte geknickt wird. Im nächsten und auch dem schwierigsten Schritt wird die untere Ecke auf die Mittellinie gefaltet, wobei darauf geachtet werden muss, dass die obere Ecke eine schöne Spitze ergibt. Das Ganze wird festgezogen und die untere Kante wird nun auf die eben geknickte Falte gelegt. Nun im letzten Schritt wird einfach die obere Ecke auf die andere Seite gefaltet, sodass alle Seiten schön gleichmäßig sind und das Dreieck ist fertig. Im weiteren Verlauf stellen die Kinder escherähnliche Parkette her. Das ist eigentlich ganz einfach und zwar funktioniert das mit der Knabbertechnik, die wir Ihnen jetzt gerne vorstellen möchten. Um ein escherähnliches Parkett herzustellen, benötigen die Kinder gleichseitige Dreiecke, kleine Dreiecke. Zunächst einen Stift und eine Schere. Mit dem Stift zeichnen die Kinder nun eine Figur, eine Form in das Dreieck hinein, die dann ausgeschnitten wird. In unserem Fall ist es ein Halbkreis, der dann ausgeschnitten wird. Es kann auch eine andere Figur sein, je nach der Kreativität der Kinder kann das sehr stark variieren. Dieses Teil wurde nun aus der Mitte ausgeschnitten und wird jetzt mittig an eine der beiden anderen Seiten dran geklebt mit einfach einem kleinen Stück Tesafilm, so dass die Kanten gut aneinander liegen. Dieses Teil, dieses erste Puzzleteil, ist nun ein Prototyp, der von den Kindern dann auf andere DIN A4-Blätter kopiert werden kann. Sie schneiden das dann aus und haben eine Menge dieser Teile produziert. Man kann sie nun aneinanderlegen, entweder so oder auch so. Und wenn viele Teile produziert worden sind, kann dann ein großes Parkett erstellt werden, das aussehen kann wie dieses. Wenn Sie von dem Ergebnis genauso begeistert sind wie wir, dann wünschen wir Ihnen ganz viel Freude und viel Spaß bei der Umsetzung des Projekts mit den Kindern.